Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial hier für Winter's Story. Heute zeige ich euch die ersten Schritte der Metallbeschaffung und der Verarbeitung. Ich zeige euch zuerst einmal die wichtigsten Erze, wo sie zu finden sind, und erst dann kommt der Part, bei der, der wir das Ganze dann auch verarbeiten und unsere ersten Werkzeuge herstellen. Kommen wir zum ersten und wichtigsten Metall, das ist Kupfer. Sehr, sehr häufig zu finden in normalen Einstellungen an der Oberfläche, und zwar vertreten immer durch solche Steine mit Einschlüssen. Man kann auch Blei, das braucht man für Laternen, Zinn, Zink, eher selten zu finden und brauchen wir später für Legierungen. Dann haben wir Eisen, auch sehr, sehr selten an der Oberfläche zu finden, das findet man normalerweise eher im Untergrund, aber das ist sowieso Late Game. Wir haben dann noch Borax, was wir an der Oberfläche finden können, das wir für die Lederverarbeitung brauchen. Braunsteinkohle, mit der ersetzen wir eigentlich nur unsere Holzkohle. Und Quarz, mit der wir das Glas herstellen. Okay, gut, dann zeige ich euch jetzt einmal, wo man diese Sachen an der Oberfläche finden kann. Kleine Hündchen. Muss ich mich auch noch drum kümmern. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Mal hat man ein bisschen Pech und man findet nur so ein kleines Vorkommen. Das ist sehr leicht zu übersehen. Aber meistens sind es ein paar mehr von diesen Nuggets. Oder Bits sind es ja. Zeige ich euch mal, wie es am meisten aussieht. Ungefähr. Ups. Moment. Muss da hoch. Ich habe es mir jetzt zum Beispiel, sieht man schön, hier auf der Karte markiert. Und hier. So sieht das dann normalerweise eher aus. Wenn ihr sie nicht direkt abbauen wollt oder gerade keinen Platz habt, am besten immer Markierungen setzen. Auch ist es wichtig, eine Markierung zu setzen, solltet ihr die ganzen Bits hier abbauen, wobei ich euch das nicht rate. Lasst immer mindestens eines da stehen, denn wo diese Bits vorkommen, darunter findet ihr auch noch diese Erze im Gestein. Die könnt ihr dann später, wenn ihr die erste Spitzhacke habt, abbauen. Deshalb bauen wir jetzt hier einfach nur ein bisschen was ab. Und ich habe gleich 2x6 Stück bekommen, was sehr, sehr glücklich ist. Denn zwischen einem und drei Nuggets droppen aus so einem Ding. Okay, das ist die erste Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit habe ich euch schon gesagt, das ist das im Untergrund abbauen. Dafür brauchen wir aber die Spitzhacke. Kommen wir noch zur zweiten Möglichkeit, die Alternative. Falls ihr einfach keinen dieser Bits findet, keine dieser Vorkommen, gibt es noch die Möglichkeit, mit Kies oder alternativ auch Sand, geht ebenfalls, euch Nuggets oder Erze aus dem ganzen Sand rauszusieben. Dort können dann auch andere Erze drin sein. Ihr könnt mal ein paar Goldnuggets, wo das Ganze ursprünglich auch herkommt, vom Gold schürfen. Und andere Nuggets finden, aber für den Anfang brauchen wir eh ein paar Kupfernuggets. Jetzt zeige ich euch noch, wie man diese Pfanne, diese Wooden Pan heißt es in Englisch, im Deutschen heißt sie glaube ich Pfanne, herstellen kann. Und zwar einmal ein Holzlock auf der rechten Seite das Messer, nicht oben drüber, nicht, dann habt ihr den Klapp, sondern rechts, dann habt ihr diese Pfanne. Da ich ja schon eine habe, brauche ich das jetzt nicht nochmal zu machen. Habe es jetzt lediglich zum Zeigen mal noch mitgenommen. Ich habe mir hier schon so einen kleinen Shelter gebaut dafür. Das nimmt ein wenig Zeit in Anspruch. Ich mache das dann meistens über Nacht. Und setzt auf einen festen Untergrund den Sand oder den Kies. Springt ins Wasser. Ihr müsst, um erfolgreich dieses Panning zu machen, dieses Schürfen, müsst ihr im Wasser stehen, dann einmal Rechtsklick drauf und noch einmal Rechtsklick und er sieht das Ganze für euch. Das Ganze macht ihr ein paar Mal, bis man, für den Anfang brauchen wir 40 Nuggets, damit wir die ersten zwei Werkzeuge herstellen können. Und wie ihr die letztendlich beschafft, ist prinzipiell egal, ob jetzt durch dieses Panning oder durch das Suchen, das ist stets euch überlassen. Okay,
Dann werde ich hier jetzt einmal alles durchsieben. Mal gucken, wie viele Nuggets wir hier kriegen. Aber ihr bekommt das Ganze im Schnelldurchlauf. Gut, jetzt nachdem wir die 40 Nuggets haben, können wir weitermachen mit der Verarbeitung. Wir brauchen dafür den Tiegel, den Schmelztiegel. Den schnappen wir uns. Wie wir den machen, zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist eine normale Lehmverarbeitung. Hier, einer reicht. Vier ist, ich weiß nicht, warum man vier Stück machen sollte. Anders sieht es natürlich aus bei den Barren. Von denen könnt ihr ruhig mehrere herstellen. Für den Anfang den Amboss ist schon ganz gut, wenn man den schon macht. Genauso wie Hammer und Pickaxe. Hammer und Pickaxe brauchen wir sowieso öfter mal. Aber wie das genau funktioniert, habt ihr wahrscheinlich schon beim Kochen-Tutorial gesehen. Von daher zeige ich es nicht noch einmal. Wir setzen den Tiegel ins Feuer. Schmeißen unser Metall dazu. In dem Fall ja unser Kupfer, unsere Kupfernuggets. Wir sehen hier 1084 Grad Schmelztemperatur brauchst. Wir legen die Kohle hinzu, die 1300 maximal liefern kann. Und das reicht. Dann machen wir noch ein bisschen Feuer hinter dem Ganzen. So, wunderbar. Und wir sehen, wie die Temperatur in die Höhe schnellt. Und wenn das Ganze dann die maximale Temperatur erreicht hat und das Metall geschmolzen ist, dann springt das Ganze hier rüber. Aber das werde ich überspringen. Das seht ihr dann gleich. Okay, wir sind jetzt über 1000 Grad. Man sieht auch, dass die Metallnuggets immer heller werden und der Pfeil sich füllt. Und gleich springt es um und wir haben unseren fertig aufgeheizten Tiegel voller Kupfer. Das macht jetzt nichts, dass wir den einfach so in die Hand nehmen. Und wir sneaken. Halten die rechte Maustaste gedrückt. Machen uns einen Hammer. Und eine Spitzhacke. Und dann können wir den Tiegel abstellen. Gut. Da das jetzt noch heiß ist, muss das in den Formen erstmal abkühlen. Das dauert ein bisschen was. So wie das Ganze 200 Grad erreicht hat, können wir das aus den Formen lösen. Aber ich habe hier ja schon was. Und zwar brauchen wir jetzt gleich den Hammer. Denn nachdem wir die Werkzeuge hergestellt haben, können wir Barren uns machen. Funktioniert prinzipiell genauso wie mit den anderen. Und mit diesen Barren können wir die weiterentwickelten oder die weiteren Werkzeuge machen. Denn nicht alles kann man gießen, manches muss man auch richtig schmieden. Zum Schmieden benötigt ihr diese Forge, also eine Schmiede ist das im Deutschen, soweit ich weiß. Irgendwo habe ich Cobblestone und zeige ich euch noch gerade, wie man die baut. Hier. Ihr braucht einfach nur 7 Cobblestone und formt das Ganze wie ein U. Schon habt ihr hier die Schmiede. Da ich schon eine habe, brauche ich die jetzt nicht nochmal. Die Schmiede wird mit Kohle befüllt, indem man sneakt und rechtsklickt auf den Schmiedeofen und weiter sneaken, rechtsklicken obendrauf, um den Metallblock obendrauf zu legen, damit der aufheizen kann. Geben wir das Ganze noch, geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Feuer. Und wir sehen, dass auch hier wieder die Temperatur nach oben geht. Wir können ja einfach Maus drüber halten und sehen dann die Temperatur. Solltet ihr das nicht angezeigt bekommen, auch wenn ihr irgendwas anderes auf dem Boden bei den Nuggets hier euch anschaut, einfach mal die Taste B drücken. Kommt ihr die Tooltips angezeigt. Hier sind wir bei 800 Grad, das dauert noch ein bisschen. Das hat es jetzt gleich, das dauert echt nicht lang. Bis wir hier
auf den notwendigen 1000 Grad sind. Man kann hier auf dem Schmiedeofen bis zu 2 Barren gleichzeitig aufheizen. Kleiner Hund. Kurz mal ein bisschen Platz noch schaffen. Wie man sieht, wird er langsam, aber sicher wird er heller, bis er irgendwann richtig glüht. Dann ist er zum Bearbeiten fertig. Man könnte ihn jetzt schon mit 900 Grad runterholen, aber für den Anfang sollte man ihn schon ordentlich aufheizen, weil er auch mit der Zeit wieder abkühlt. Und wenn er dann abgekühlt ist, während ihr gerade am Schmieden seid und nicht ganz fertig seid, müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Gut, wir haben die 1100 Grad erreicht. Wir nehmen uns den Block und sneaken, Rechtsklick und kommen dann zur Auswahl, was wir schmieden wollen. Bei Kupfer haben wir die Pfeilspitzen, den Chisel, die Sections, das ist für die Transportröhren, das kommt später noch. Wir können hier auch nochmal Hammer und Messer und alles herstellen. Wir können das schmelzen, also gießen und schmieden. Also was man gießen kann, kann man auch schmieden. Andersrum, nicht alles, was man schmieden kann, kann man auch gießen. Wie jetzt zum Beispiel unser wichtigstes Teil, was wir am Anfang brauchen, unser Sägeblatt für die weitere Holzverarbeitung. Wie man sieht, wird mir hier ein Negativbild vorgezeigt, in grün. Das gilt es auszufüllen. Dann habe ich hier oben, ungefähr in der Mitte, die aktuell ausgewählte Funktion des Hammers. Das heißt, dieses Icon heißt, wir knipsen was ab. Wir können dann aber mit, wo steht es denn? Mit F, genau. Sieht man hier, mit F können wir das Ganze abändern. Hier haben wir einen schweren Schlag, das heißt einfach, damit schlägt man mittig drauf und es breitet sich auf einer Ebene aus. Und wir können hier gezielt einzelne Blöcke in die verschiedenen Richtungen klöppeln. Ich benutze meistens den hier, denn mit einem Rechtsklick drauf könnt ihr das Werkstück drehen. Oder wenn ihr einen Amboss habt, wo ihr rundherum laufen könnt, könnt ihr auch rundherum laufen. Und bevor es jetzt kalt wird, schlagen wir uns jetzt erstmal das ganze Metall so, damit es ein Sägeblatt wird. Eins brauche ich noch. Ja. Zu schnell weggelaufen. Noch mal 3. Wie man sehen kann, ist alles, was grün hinterlegt war, jetzt ausgefüllt. Wir haben hier aber noch die pink hinterlegten Blöcke. Die müssen jetzt noch weggemacht werden. Bei dem auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Denn solltet ihr euch zu oft verhauen, dann sind die Materialien weg und ihr könnt den Block einfach nur nochmal nehmen und einschmelzen. Deshalb immer vorsichtig vorgehen, lieber ein bisschen zu langsam und besser mal einzeln drücken, wie das Werkstück verhagelt. Im Gegensatz zum Gießen kann man das hier schön ins Wasser schmeißen und es zischt, um es dann nochmal auf Temperatur zu bringen. Ist aber nur ein Gimmick, ist nicht notwendig, man kann es auch einfach heiß wie es ist verarbeiten. Oh, warte mal, kurz Licht machen. Und für eine Säge und wir haben unsere Säge für die weitere Holzverarbeitung. Gut. Das war's dann schon mal für die erste Metallbeschaffung und Verarbeitung. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben,
Klickt beim nächsten Mal wieder rein und bis dann. Tschüss.